Willkommen zurück bei Elden Ring. So. Ich wollte irgendwas sagen. Ich habe das in letzter Zeit immer häufiger, dass ich einen tollen, also meiner Meinung nach tollen Gedankengang habe, den dann aussprechen will, dann ist er weg. Ich glaube, ich denke schon drei Gedankengänge weiter und dann ist der erste schon wieder gelöscht. Hatte irgendwas mit der Spielwelt zu tun. Herzschundhöhle, ist weg. Ach genau, haha, das wollte ich sagen. Ich wette mit euch, beim Release von Shadow of the Erdtree werden die Server zusammenbrechen. Also es ist, ich habe ein so unsicheres Gefühl, wenn ich das Spiel starte, dass die Anmeldung auf dem Spielserver nicht funktioniert. Wenn die da nichts dran ändern an dieser Serverstruktur, dann ist beim Release-Tag die Hölle los, ich sag's euch. Und wir werden ja am Release-Tag spielen. Also ich habe ja das feste Ziel bis zum Release von Shadow of the Erdtree, was ja auch noch 3 Monate hin ist, mit dem New Game Plus durch zu sein. Und ich sag euch, das wird eine Katastrophe. Meine persönliche Vermutung, könnt ihr mich gerne dann auch drauf festnageln, das wird eine reine Katastrophe. Würde ich vielleicht kein Geld drauf verwetten, ich bin kein Freund davon. Aber ich würde schon sagen, das wird schlimm. Wobei, gut, es ist ja generell so in Spielen, dass am Release-Tag meistens Serverprobleme auftreten. Aber ich habe ja jetzt sogar Serverprobleme. So, Katakomben des Gräberwalds, rein da. Rein. So, wir wollen keinen Zeitdruck machen und ich liebe dieses Design. Es ist halt Kelchstangen, ne? Mit diesen Wurzeln. Und wir sind jetzt unter dem Erdenbaum hier, ist auch cool. Ich meine, wir haben genug Schlüssel, ne? Ist hier gar nichts? Einfach nichts. Es ist wirklich kompletter Gimmickraum jetzt, oder was? Wow. Ernsthaft? Wir müssen eigentlich laufen, ne? Also die zu bekämpfen bringt halt, wow, gar nichts. Scheiße. Oh Gott. Ja, ich merke schon. Wisst ihr, wie das ist? Das ist wie in Dark Souls 2 mit dem Wagen eigentlich, mit dem Pferdewagen. Aua, Junge! Einmal wieder hoch. Danke. Das ist das reine Chaos hier, ne? Ja, da habe ich jetzt noch keine Zeit, mich umzugucken, sorry. Da müssen wir jetzt einfach durch hier. Bitte der Hebel. Okay, irgendwas ist gestorben. Ah ja. Ich habe euch auch lieb. Ciao. Yeah.
Ja, danke. So, jetzt müssen wir noch einmal zurück, weil da war noch ein Weg. Eieieiei. Hier waren wir nicht. Noch nicht. Okay, alles gut. Wir müssen nur hoch. Wir müssen nur drauf und hoch. Wir haben es geschafft. Und weg. Und weg, 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 weg. Weg, 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 weg. Und trinken. Ach du Scheiße. Aber wie soll der Boss schlimmer sein als das? Sag mir das mal bitte. Das ist nicht mal möglich. Ach du Scheiße. Die machen den Move wie in Dark Souls 1 oder in Demon's Souls, ich glaub's nicht. Wo bin ich hier? Ich hab mich verlaufen, oder? Nee, rein da. Rein, 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 rein. Rein, rein. Wir machen den Boss direkt, der kann nicht schlimmer sein als das. Irgendwie eine Spinne oder so auf dem Kopf. Irgendwas stimmt mit dem gar nicht. Ich habe keine Fähigkeitspunkte mehr. Scheiße. Was ist das für ein Bosskampf? Was? War das bitte? Wir haben total viel Schaden gemacht, aber Lutell die Kopflose. Der Geist einer kopflosen Ritterin, die die Soldaten des Mausoleums anführt, schleudert eine Spektrallanze des Todes. Lutell opferte ihr Leben, um im Tode einen seelenlosen Halbgott bis zu seiner Auferstehung beschützen zu können. Für ihr Opfer wurde sie als Heldin mit einem Erdenbaumbegräbnis geehrt. Ja, ja, okay, also die ganz besonderen Helden werden mit einem Erdenbaumbegräbnis, also irgendwie so wie hier eben beigesetzt. Schön. Trotzdem die Frage, was für ein seelenloser Halbgott liegt im Mausoleum? Das habe ich, glaube ich, auch damals nicht verstanden. Ja, war eine tolle Erfahrung. Ja, es gibt halt so Dungeons und solche. Ne? Das war jetzt so ein klassisches Beispiel für eine Katakombe, bei der man durchlaufen muss, bei der es sich definitiv nicht lohnt, bis ins kleinste Detail alles zu erkunden und jeden Gegner zu bekämpfen. Nee. Nee, 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 nee. Nee, nee. Und genau deswegen wollte ich auch nicht die, das ans Ende des letzten Videos quetschen. So, dann gehen wir mal hier runter zu den Ruinen des Gräberwalds. Ach, da oben war das Siegelgefängnis des Bluthundes. Da ist die Brücke. Ja, hier die Brücke des Opfers, genau. Geil. Gut. Und da ist das Mausoleum. Und hier waren auch überall diese Mausoleumswächter, ne? Das waren so kleinere Gruppen von Soldaten, die dieses Mausoleum bewachen. Und Lutell, wie hieß sie? Lutell hat die dann angeführt, vermute ich mal. Diese Truppen. Bestienleber. Oh, ist das hier? Ich lass mich mal nicht spoilern. Hör mal.
Hör mal, wer bist du überhaupt? Warum greifst du mich einfach so an? Oh mein Gott, scheiße. Da kommt was von hinten. Ja, war ein bisschen feige. War ein bisschen feige, aber die haben mich auch überrumpelt. Wer seid ihr denn? Aber schicke Klamotten. Nein. Parfümeursbolzen. Was haben die jetzt hier gemacht? Was stand hier auf den Nachrichten? Vorsicht, Falle oder so? Agile Person voraus. Vorsicht vor Paar. Ja, das wäre gut gewesen. Krass. Schwingensense. Achso, wir haben auch den Schild hier noch gefunden, ne? Ein kleiner Metallrundschild, schwerer als ein Holzschild, aber mit höherer Schadensresistenz. Obwohl die Vergoldung schon abblättert, verstärkt er immer noch leicht eure Resistenzen gegen Heiligschaden. Mhm. Flügelsense. Eine heilige Sense, die einem Paar weißer Schwinge nachempfunden ist und Heiligschaden verursacht. Heiden glauben, die weiß geflügelten Jungfern wären die sanften Gesandten des Todes. Einzigartiges Talent, Engelschwingen. Ist auch cool, ne? So eine Sense. Ist natürlich direkt wieder so Bloodborne-Feeling. Ich weiß nicht, ob ich jetzt diese laufenden Mausoleen, ne? Was? Ach so. Jetzt habe ich es aktiviert. Siegelgefängnis der Klagen. Ich will mich nicht feige anhören, aber ich würde einfach mal zuerst zum nächsten Ort der Gnade gehen. Das ist so geil, ne? Und hier haben wir diese kopflosen Wächter. Vierte Kirche von Marika. Heilige Träne. Oh, hallo. Da ist schon der Strand. Wir gehen mal zum Siegelgefängnis. Was soll's? Was soll schon schief gehen? Also gemessen an den Runen, die wir bekommen, sind wir noch viel zu stark für das Gebiet hier. Vor allem der Klagen. Ich kann dem gar nicht zuordnen. Schlimmer als Schmelztiegelritter kann es nicht sein. Die Rüstung habe ich auch, oder?
schön. Ja. Radagons Narbensiegel. 21.000 Runen. Ja, es ist schon viel, ne? Also 21.000 Runen, wenn ihr den Ladebalken da oben seht. Okay. Radagons Narbensiegel, das war ein Talisman. Erhöht Attribute, aber auch den erlittenen Schaden. Ein Auge verziert mit einer Eldenrune. Angeblich das Siegel von König Radagon. Erhöht Kraft, Kondition, Stärke und Geschick, aber auch den erlittenen Schaden. Diese Siegel symbolisieren die lebenslange Pflicht derer, die von den Göttern auserwählt wurden. Okay. Totenschädel, habe ich ja vergessen, ne? Schön. Gut. Okay. Joa, war jetzt, war okay. Habe ich mich aber auch gut angestellt, oder? War jetzt keine Totalkatastrophe. Und hier ist eine Höhle, glaube ich, genau. Mhm. Aber es ist natürlich auch irgendwie schade, ne, dass man... Ja, dass der New Game... Aber... War denn Elden Ring am Ende für mich generell so einfach? Der Bosskampf war ja jetzt nicht einfach. Ich habe doch am Ende auch immer meine Träne beschworen, die mir geholfen hat. Und hier der letzte Riese war auch schwierig, das weiß ich doch noch. Hm, Erdenbaumwächter, das sieht giftig aus. Top. Ja, geil. Zeit für Bogen. Ja. Gar keine schlechte Idee eigentlich. Knochenpfeil, Knochenfeuerpfeil. Alle nicht gefiederten Pfeile fliegen ja sowas von gar nicht weit. Krass. Na, also mal kurz zur Erklärung. Es gibt ja gefiederte Pfeile und nicht gefiederte Pfeile. Flugfedern. Ich muss mal Vögel jagen. Guck mal. Krass. Und die fliegen nicht weit und die fliegen weit. Wie viele Pfeile habe ich denn überhaupt? Wie viele habe ich im Lager? 4 und... Okay, alles gut. Okay. Ja, Giftschaden ist halt so eine Sache, ne? Ich meine, wir können auch einfach sagen, wir gehen jetzt einfach einmal rein. Wir müssen einmal Gegengift nehmen, das ist halt so. Krummfingermedizin, aha.
Da ist, glaube ich, der Bossnebel. Ich darf nicht durch Gift rollen, richtig? Beengter Bereich, das hört sich alles nicht gut an, ey. Ach, da oben. Hä? Hä? Ah, Moment, dann ist das wahrscheinlich der andere Weg hier hinten. Erstens umkehren und dann wieder hier suchen. Ab dafür. Mhm. Ja, es gibt wahrscheinlich auch die übelste Anti-Gift-Kleidung, ne? Gehe ich mal von aus. Und jetzt kommen wir oben aus, wo das Item lag, genau. Okay. So. Und dann ist noch einmal auf der anderen, also noch einmal links weiter. Ja, das werde ich ja schon gehabt haben, oder? Ja, ich denke mal schon. Ich denke mal, ich hatte das schon. Die habe ich ja alle, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vier! Mir fehlt eins! Und sieben auch! What? Eins, vier! Hä? Warum? Was? Das habe ich damals nicht gesucht? Dann hatte ich das hier garantiert auch nicht, oder? Ich meine, okay, damals war ja noch... Ach so, man kommt von hier aus nicht mehr zurück. Ah. Hey, muss man. Ach so, doch hier rum. Okay. Kann ich denn davon welche herstellen? Aber auch nicht viele, ne? Also das hier wäre jetzt gegen Scharlachfäule. Oh, Kopf einer großen Libelle. Müssen wir mal Libellen jagen hier. Schon Unterschied, ne? Zur Fackel. So, beengter Bereich. Das könnte so eine Blume sein. Das wäre auch übel. Ah.
Aber wirklich sehr eng hier, ne? Smaragd-Bernstein-Medaillon. Das waren viele Runen. Wir haben 83.000 wieder. Wir bekommen noch Giftschaden. Das ist aber... ist in Ordnung. Smaragd-Bernstein-Medaillon. Ein Talisman mit eingelegtem Smaragd-Bernstein erhöht die maximale Ausdauer. Das versteinerte Harz des Erdenbaums wird zu Bernstein, dem meistgeschätzten Edelstein des Zeitalters von Godfrey, dem ersten Eldenfürsten. Ihn wohnt eine ursprüngliche Lebensenergie inne. Ja, okay, Bernstein hat natürlich durch diese braune Farbe auch so ein bisschen was... ja, Erdiges. Ihr wisst schon. Ah ja. Ey, das Gift hat sich wieder aufgefüllt. Okay. Ja, ja. Ja, ich wiederhole nur nochmal meine Befürchtung oder meine Angst. Ich möchte wirklich, dass wir nicht Shadow of the Erdtree zu einfach erleben. Das fände ich sehr schade. Das würde mich ärgern, weil ich will schon dieses typische Challenge-Gefühl haben, was wir ja in Elden Ring auch hatten. Bei Melania, bei Rykard. Aber wir hatten ja auch noch nichts Schlimmes, ne? Mal gucken. Vielleicht wird ja auch Godrick der übelste... Was regnet? Der übelste Arschaufreißer. Ich weiß es nicht. Ich kann es euch nicht sagen. Ich kann nur sagen, dass ich die aktuelle Herausforderung machbar finde. So, hier waren Pflanzen, die ich mitnehmen wollte, ne? Genau. Ich mag auch dieses Ressourcensammelsystem Light. Es ist ja nicht so, dass man jetzt großartig was sammeln muss, aber für die Herstellung von diesen ganzen temporären Sachen lohnt es sich halt schon. Ich würde gern wissen, wer dieser seelenlose Halbgott ist. Cool wäre noch, wenn man aus normalen Pfeilen auch Blitzpfeile herstellen könnte. Ah, Mausoleumsoldaten. Stulpen und Schwert der Getreuen. So. Wirklich kein seltenes Schwert. So, was kann ich für dich tun? Oh, da ist er. Der Turm. Endlich kann ich zurückkehren zu unserer Heimat, gehüllt in goldene Strahlen. Ah! War das der Turm, der einen hinter Leyndell da irgendwie auf diese Terrasse gebracht hat oder sowas? Da war was, ich erinnere mich. Ja, ja, ich glaube schon. Ach so, ich bin wieder hier. Ich habe mich verlaufen, kann man so sagen. Ich wollte eigentlich unten lang. Der Turm der Rückkehr da oben. Ja, 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 ja. So, das sind jetzt die Hexenruinen. Hexenfluchruinen. Und finden wir hier jetzt nicht die richtige Selle, Sellen oder sowas? Die haben wir ja hier getroffen, wisst ihr noch? Zauberin Zellen. Und ich meine, irgendwas war noch mit ihr. Die hat ja auch so eine ganz skurrile Geschichte hinter sich. Achso, wir haben auch diesen Kopf gefunden, ne? Ich glaube, danke oder so. Ich glaube, der hier oder so. Ich weiß auch gar nicht, ob das alle sind. Ihr seid schön. Ah, es ist ja auch Gift.
Oh Gott. Aua. Ich bin raus. Genau, weil das hier ist doch Selen. The True. Hinterhältiger Splitter. Zauberei. Eine Nachtzauberei aus Celia, der Stadt der Zauberer, feuert ein Projektil aus einiger Entfernung zu dem Zaubernden ab, um den Gegner von hinten zu treffen. Diese Zauberei kann wiederholt gewirkt werden. Die Zauberer von Celia waren Assassinen. Das sind Puppen, meine ich, ne? Das sind Holzpuppen. Sieht man auch in den Beinen ganz gut. Das sind keine Menschen. Richtig? Das sind Puppen. Celia ist, glaube ich, ein Caelid, ne? Die Zauberer aus Celia waren Assassinen und wurden angeblich oft eingesetzt, um ihre Kollegen zur Strecke zu bringen. Celia ist doch hier. Celia, Stadt der Zauberer. Ist leider durch den Ausbruch der Scharlachfäule beim Kampf zwischen Melania und Radan untergegangen. So, und hier haben wir komischerweise nochmal Selen. It will do no good, I swear it. And yet you persist, you frothing degenerates. Zauberin Selen, jetzt ist sie hier und nicht mehr hier, oder? Doch, sie ist hier im... Hä? Hä? Ja, also jedenfalls gibt es eine Questreihe und da kann man sich am Ende ja entscheiden für sie oder für einen anderen, der sie jagt. Ich weiß den Kontext aber nicht mehr. Irgendwie so. Wie die da einfach am Strand rumstehen. Das sieht auch unheimlich aus, ne? Aber goldene Welle ist krass. Und ihr seht schon, es gibt tatsächlich sehr viele Orte der Gnade. Das Gefühl hatte ich damals aber auch schon. Also man muss nicht viele lange Wege laufen, wie es ja in Demon's Souls zum Beispiel der Fall ist. Und ein Händler. Hallo. Well, it's been an age since I've seen a customer. How can I help here at the end of the earth? Der hat doch gar kein Gesicht, sondern nur... Soll ich dazu sagen? Wir können auf jeden Fall hier zwei verkaufen. 500. Rostiger Anker. Ich dachte wirklich, das wäre was Kleines, ne? Have a safe. Anything else for you? Notiz: Wanderndes Mausoleum. Opferzweig geht beim Tod anstelle von Runen verloren.
Verlorene Kriegsasche. Zwei Hände. Habe ich den schon? Die Lampe, die habe ich. Versucht. Okay. Pfeile habe ich ja. Okay. Großpfeil. Zwei Hände. Habe ich schon den Zweihänder? Danke. Anything else for... Nee, ich will... ich habe mich vertan. Ich will eigentlich zum Ort der Gnade. Habe ich schon einen Zweihänder? Wir vervollständigen einfach unsere Sammlung. Wie wär's damit? Nein. Schade, dass es da nicht beisteht, ne? Unusual to this age. Have a safe. Das größte Schwert, das ein Mensch führen kann, ist für den beidhändigen Einsatz gedacht, doch wer nur durchschnittlich stark ist, dem dürfte selbst das schwerfallen. Ausladende Angriffe mit der langen und schweren Klinge lassen Gegner rückwärts taumeln. Sie ist aber auch scharf genug für tödliche Stoßangriffe. Hoho. Wir können die sogar einhändig führen. Ja, das ist ein Ultra-Großschwert, ne? Riesenschwert. Großschwert, Riesenschwert. Gerades Schwert, Dolch. Krummschwert. Krummes Großschwert, Katana, Axt, Großaxt. Es wird ja auch in Shadow of the Erdtree eine ganz neue Waffengattung geben, habe ich gelesen. Bin ich auch sehr gespannt drauf. Und das hatte ich jetzt wirklich noch nicht. Also sowas finde ich ja dann wieder irgendwie schockierend, dass ich so Waffen einfach noch gar nicht geholt habe. Wir gucken jetzt nochmal. Nö. Krass. Ach so, habe ich diese... Die nach der Rüstung wollte ich auch nochmal gucken. Wir gucken erstmal nach dem Zettel. Notiz über Mausoleum war das, ne? Keine Ahnung, wo sowas landet. Ach Gott. Wundersame das Nei, immer in der dritten Kirche. Eine Flasche liegt noch immer in der dritten Kirche, nördlich des Nebelwaldes, überquert die Brücke, okay. Ruin des Wegpunkts. Niemand lauert zwischen dem Ruin eines Wegpunktes an den Straßen durch Limgrave. Aha. Passage. In der Festung Gael in Caelid gibt es eine Passage nach Schloss Rotmähne. In der Stadt Celia gibt es eine geheime Höhle. Sucht hinter dem Friedhof der Spitze. Warnendes Mausoleum. Wer den Weg des Mausoleums aufhalten will, muss zunächst um seine Füße für Ordnung sorgen. Pöbel der Halbmenschen. Töte den Anführer eines Pöbels stets zuerst. Tief unter Laendale liegen unsere drei Finger, unser Fürst der Rasenden. Und da müssen wir hin, um das fehlende Ende, das Ende der rasenden Flamme, das Chaos-Ende freizuschalten. Gut, also wir haben hier nochmal einen schönen Händler gefunden. Mit einer Waffe, die uns noch gefehlt hat und mit einem Text. Was genau der Text meint, ist recht einfach erklärt. Wir müssen nämlich an den Füßen vom Mausoleum so Steine abschlagen, damit das in die Knie geht. Ich weiß zwar nicht mehr, was uns das bringt. Konnten wir da Rüstung verbessern oder wie war das nochmal? Wir versuchen es mal.
das war's. So, und jetzt können wir in dieses Mausoleum hineingehen. Nochmal, ich habe leider noch nicht ganz verstanden, wer in diesem Mausoleum drin ist. Vielleicht fürs Thumbnail mal hier eine schöne Aufnahme vom Mausoleum machen. Da ist noch ein Ort der Gnade. Weil wahrscheinlich hier oben sogar cooler ist, ne? Krass, hier habe ich jetzt fast übersehen, hier den Ort. Gibt halt schon viele, ne? Ich meine, die Kathedrale da hinten hätte ja auch gereicht. Ist wieder so ein Ort hier, weiß ich nicht, warum hier noch ein Ort der Gnade ist. Gräberwall. Das ist eine Gräberwall hier, ja? Mit diesen Türmen. Ja, und in dieser Kathedrale, in diesem Mausoleum liegt ja jetzt der seelenlose Halbgott. Und ich weiß nicht, wer das sein soll. Weil wer ist denn seelenlos? Komisch, oder? Also ich habe es auch nicht ganz verstanden. Überreste untersuchen und einfach kein Kopf mehr, ha? Es ist schon... Echo duplizieren. Ah ja, hier konnte man die großen Ruhen duplizieren, oder? War es nicht so? Ich meine schon. Ich meine schon. Man konnte so die Runen duplizieren und sich dann zwei Bosswaffen herstellen. Aber ich habe ja alle Bosswaffen. Richtig? Ja, diese Mausoleen, davon gibt es auch recht viele. Mhm. Haben wir eigentlich jetzt alles gemacht? Ja, ja, Tatsache. Tatsache, wir haben alle Gräber, alle Katakomben. Es fehlt jetzt nur noch Schloss Morne und der Turm der Rückkehr. Krass. Crazy Crass. Dann würde ich gerne noch einmal in unsere Kiste schauen. Den Strand könnten wir nochmal untersuchen und dann, ja. Gehen wir beim nächsten Mal Richtung Morne. Und Morne wird, habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, eine Katastrophe. Nee, jetzt benutze ich immer die falsche Taste. So. Hatte ich die Rüstung gerade eben von diesem Ding? Guck mal, die Pagenkleidung ist die von den beiden Armbrustschützen vorhin, von diesen flinken Typen. Weste aus blauem Stoff hört sich auch süß an. Ah, Lederrüstung ist auch süß. Es tut sich ja auch von den Werten her nicht viel, ne? Das darf man nicht vergessen. Hier, oder? Genau, Samor-Rüstung. Endel-Ritter-Rüstung. Ja, ich mag dieses Wappen, dieses fette Wappen nicht so doll. Kannst du die auch nochmal angucken. Bleitz-Rüstung ist halt auch geil, ne? Jetzt bin ich wieder im Rüstungsmodus. Oh Gott, das ist kein gutes Zeichen. Tja, kann man da irgendwie einen Umhang dran machen oder so? Schade. Ist auch cool, ne? Nein, die ist auch geil. Mit diesem fetten Umhang einfach.
Ist auch sehr schick. Na, die ist ja von Dings. Von Juno Hoslow. Als Juno Hoslow eine Einladung nach Haus Vulkan erhielt, schlug er sie diskret aus. Ja, Haus Vulkan ist ja das mit diesen blutigen Fingern. Ich habe bereits so viel Blut in meinem Leben vergossen, mich aber dennoch niemals wie ein Held gefühlt. Das ist wahrscheinlich bei vielen Menschen so. Jo, also die Samor-Rüstung gefällt mir sehr gut. Die hat natürlich einen geilen Umhang. Müssen wir nicht... Können wir nicht drum rumreden. Truhe sortieren. Die packe ich wieder weg. Ich glaube, Bluthund kann auch weg. Metall kann auch weg. Ich würde mir gerne nochmal die eine mitnehmen hier. Die gute alte, auch schon ganz oft von mir jetzt hin und her geswitchte. Hier. Blutiger Wolf. Aslo. Light nehmen wir mal mit. Wo ist ein blutiger Wolf? Des Totenkönigs. Jetzt finde ich die nicht. Radan. Ronin. Hat dann halt nicht. Mausoleumssoldaten, Halligbaumsoldaten. Hm. Ach, guck mal. Samor haben so Beinwickel, das ist ja geil. Haslo. Light. Das ist ja cool. Moment. Das heißt, die haben dann die Rüstung und weiß ich nicht. Finde ich ja auch cool. Hat auch was. Jo. Ist natürlich schon sehr schick, ne? Und immer noch die Quick Roll. Ich komme mir ein bisschen langsamer vor, aber das könnte ich mir auch einbilden. Ja, wäre auch eine Option. Oder halt die hier, ne? Oder halt Melania. Ja, die sind auch richtig eklig hier, die Typen. Die sind auch so, dass... Übelste, was glaube ich am Ende überbleibt, wenn man untot ist. Wirklich das Allerschlimmste. Wir sind hier überall am Strand. Guckt euch das mal an. Kann man interpretieren, ja, das sind die ganzen Untoten, die ja wegen Marika nicht sterben können, weil die Rune des Todes entfernt hat, die jetzt für immer hier festhängen. Kann sein, ja, kann sein. Und die müsste ich jetzt jagen hier für Federn oder was? Das ist ja. Wir haben ja genug Pfeile, ne, aber. Für Feuerpfeile und so halt.
Ciao. Ja, mit der Rüstung, ich bin offen für alles, ne? Habe ich ja schon ein paar Mal gesagt. Wir können jetzt gerne ein bisschen die Rüstung tragen, dann switchen wir wieder rüber und switchen wieder rüber und ich, ja. Am Ende ist es egal. Am Ende ist es egal. So, und einmal hoch. So, die Waffen, mit denen ich am unliebsten spielen würde, wären Peitschen. Prinzipiell Äxte mag ich jetzt auch nicht. Sind die eigentlich jetzt weg, die Mausoleumswächter, oder laufen die immer noch rum? Die sind immer noch da, okay. Ist halt schade, dass man so einen normalen Wappenrock, so einem normalen Wappenrock keinen Umhang geben kann. Oh, er hat mich anvisiert. Mit der Balliste oben. Boah, ist das schön. Ah, ja. Und das hat sich auch eingebrannt. Also das Ganze mit Sturmschleier und es ist... Ach, Mann. Können auch einfach geil Melanias Rüstung anziehen, ne? Sieht halt auch so geil aus. Und dann packen wir da einfach... Stoffhose. Blutigen Wolf, die sehen ja geil aus. Am besten holen wir uns Melanias Handschuhe. Also das können wir auch machen. Wir können einfach mit Melanias Rüstung rumlaufen, hätte ich jetzt auch kein Problem mit. Ist ein bisschen, schlicht, sag ich mal. Also schlicht ist der falsche Begriff, aber sind wir einfach Melania, aber ich mag sie halt echt gerne. So, und damit, ja, haben wir jetzt hier den Turm der Rückkehr entdeckt und hier ist jetzt eine Teleportmöglichkeit. Und ich meine, wir werden jetzt nach Laendale teleportiert und das sollte auch gerade der gute Geist damit ausdrücken, dass das der Turm ist, der einem zurückführt. Ja. Ja. Geil. Und das ist halt so geil, dass wir jetzt einfach hier sind. Wir sind einfach in der Hauptstadt. An dem Ort, an dem wir erst so viel später kommen werden. Laendale, königliche Hauptstadt. Das ist der Ort, das ist die Stadt, von wo aus der Eldenfürst herrscht mit Merica an seiner Seite. Und wir sehen hier jetzt den Erdenbaum in seiner wahren Gestalt, nicht nur in seinem Goldschimmer. Und wir sehen auch dort den Eingang da oben. Da müssen wir ja hin. Ne? Wir sehen hier auch schon diesen versteinerten Drachen. Ne? Eieiei.
Ja, man kommt hier nachher hoch, aber man kommt von oben nicht runter. Das ist wirklich nur ein kurzer Einblick in die Stadt. Man kann hier einmal die Aussicht genießen. Das ist so geil. Den Soundtrack genießen, die Statuen genießen und so weiter und so fort, aber bleiben können wir hier nicht, ne? Und das ist dann da auch schon hier das, Berggipfel der Riesen da oben. So, was ich mal gucken wollte, wie ist das eigentlich, wenn wir Kleidung anpassen machen? Gott. Ist der Umhang eher weg? Okay, nee, das ist doof. Truhe sortieren. Wir können gerne mal Melanias Rüstung gerade einfach mal mitnehmen. Gott, muss ich die finden? Da, Melanias Handschuhe. Und dieser Soundtrack, ne? Na, wir haben jetzt diesen einen, ich sag mal, prothesenartigen Arm, diese Handschuhe. Und auf der anderen Seite Leder. Das ist halt schon geil, ne? Und dem auch diese prothesenartigen Beine. Beinschutz aus reinem Gold. Mein Bruder wird sein Wort halten. Melania erwartet Michaela am Fuße der Hülle. Hier sind wir nur ein bisschen zu fußisch. So, und hier haben wir jetzt diese Steinwächter. Oh, die sind stark. Okay, die waren mal stark. Ja, es ist geil. Also das hier ist sicherlich einer der beeindruckendsten Orte, vor allen Dingen, weil man hier so unerwartet hinkommt, ne? Gesegneter Tau-Talisman. Was macht der nochmal? Der war was Besonderes, oder? Ein Talisman mit einem Tropfen Erdenbaumharz, ein wahrer Segen, regeneriert schrittweise Lebenspunkte. Einst dachten alle, das Herz des Erdenbaums würde auf ewig von seinen Zweigen tropfen. Das Harz, Entschuldigung. Doch diese Zeit der Fülle ging schnell zu Ende und mit der Zeit wurde der Erdenbaum zu einem bloßen Symbol des Glaubens. Schön geschrieben. Das heißt also, wenn ich jetzt diesen Talisman anlege, regenerieren wir von alleine Lebensenergie. Das ist ja irre. So, das ist jetzt so ein Teleport-Ding. Mit dem kann man sich nachher teleportieren, aber lässt sich jetzt nicht einsetzen. Na, das ist so ein, ja, A nach B-Teleporter. Das ist schon geil, oder? Ja, das heißt, der Turm der Rückkehr hat wirklich die Funktion, eine schnelle Reise nach Laendale zu ermöglichen, mithilfe dieser geheimen Truhe, sag ich mal. Und scheinbar wussten die Soldaten sogar, dass man so zurückkehrt in die Hauptstadt. Ich mach mal kurz hier nochmal den, für vielleicht ein Thumbnail. An die Rüstung könnte ich mich auch gewöhnen. Schon geil. Ich mach mal direkt hier einen Screenshot. Screenshot erstellen. So, also, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Das war jetzt die Halbinsel der Tränen bis auf Schloss Morne hier unten. Das heißt, beim nächsten Mal geht's hier hin. Wir werden uns den Süden ansehen. Hier gehen wir auch nochmal kurz in die Ecke. Und dann geht's in das letzte Stück, diese Halbinsel. Wenn wir das geschafft haben, geht's tatsächlich auf in Richtung Schloss Sturmschleier.
Und das wird fantastisch. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal mit Elden Ring. Ciao.